Guten Abend zu Schleswig-Holstein, 18 Uhr. Wer zurzeit an Nord- und Ostsee Urlaub macht, muss kreativ sein, was die Freizeitgestaltung angeht. Grauer Himmel, Regenwolken und seit gestern fegt auch noch ein Sturmtief durchs Land. Doch es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, heißt es ja so schön. Die Hansestadt Lübeck jedenfalls profitiert von Touristen, die nicht am Strand liegen, sondern in die Innenstadt gehen und da auch ins Museum. Noch profitiert die Kultur aber, das merken auch die Kinobetreiber. Statt Eis am Strand, Popcorn im gemütlichen Kinosessel genießen. Für Urlauber und Einheimische ist das bei Regenwetter ein gutes Alternativprogramm. Egal ob Barbie oder Oppenheimer, die Kinosäle sind gefüllt und das auch in Kiel. Ja, bei Touristen wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe muss sich seit heute ein 43-jähriger Mann vor dem Kieler Landgericht verantworten. Als Bauunternehmer soll er fast 6 Jahre lang Arbeiter schwarz beschäftigt haben. Mit falschen Angaben habe er Steuerbehörden und Sozialversicherungen um mehr als 3 Millionen Euro geschädigt, so die Anklage. Dem bereits vorbestraften Familienvater droht eine langjährige Freiheitsstrafe. Mit einem umfassenden Geständnis kann er laut Gericht aber auf eine mildere Strafe hoffen. Bei Touristen ist sie ein beliebtes Fotomotiv, die Kieler Sankt-Nikolai-Kirche in der Kieler Innenstadt. Doch so schön sie von außen auch aussieht, in der Kirche muss momentan einiges getan werden. Es gab ein neues Heizungssystem und der 560 Jahre alte Altar muss aufwendig restauriert werden. Und beides hängt eng miteinander zusammen. Wenn sie einen Gegenstand sieht, mit dem man trommeln und einen Rhythmus schlagen kann, dann juckt es ihr in den Fingern. Schlagzeugerin Vivi Vassileva ist im Juli mit dem Leonard Bernstein Award ausgezeichnet worden, der beim Musikfestival jedes Jahr ja herausragende junge Talente ehrt. Jetzt steht die ehemalige Studentin des Ausnahmeschlagzeugers Martin Grubinger mit ihrem Bruder gemeinsam auf der Bühne, gestern in Bordesholm und heute in Travemünde. Auch am Nord-Ostsee-Kanal kann man viel entdecken. Dieses Bild hat uns Angler Norbert Schmäling aus Eutin geschickt. Gefangen hat er zwar nichts, aber dafür ein Schiff nach dem anderen gesehen. Wie viel Regen uns in den kommenden Tagen erwartet, das verrät Ihnen gleich Meno. Ihnen jetzt einen gemütlichen Abend. Tschüss.